meine Tochter. Und eines Tages wird sie die größte Künstlerin der Welt sein. Was hältst du von Loey? Als Künstlername für meinen Tanz. Deinen Tanz. Die zauberhafte Loey. Verzeihen Sie, Sir, aber die hier ist nichts für Sie. Sie ist recht unnahbar. Das werden wir ja sehen. Sie sollten Ihren Tanz in Paris aufführen. Die sind sehr avantgardistisch dort. Wo kommen Sie denn her? Aus Amerika. Und was sind das für Apparate? Das sind elektrische Scheinwerfer. Es soll doch schön werden. Sie haben 2 Wochen. Wir müssen die Bahnen verlängern. Wenn es nicht funktioniert, fliegt ihr beide raus. Einverstanden. Erstes Bild. Blaues Licht aus der linken Ecke der Bühne. Das Kleid wird über den Kopf geschwenkt. Sie waren umwerfend. Armand Duponchel, Direktor der Pariser Oper. Wir 2 führen dieses Haus ins neue Jahrhundert. Ich warte zu Miss Loey Fuller. Isadora? Sie hat Grazie. Und doch weiß sie ganz genau, was sie tut. Es ist nur ein Theater. Kein Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. Glauben Sie wirklich an Isadoras Talent? Sie ist die Tänzerin. Habe ich mich in ihr getäuscht? Ich glaube, dass niemand sie je tiefer verletzen kann.